Weihnachten mit Phil Laude. Früher an Weihnachten schenkte der Vater feierlich Glühwein in einen Krug und reichte diesen in der Familie umher. Justus, mein Sohn, die Zeit ist gekommen, dass es dir vergönnt sei, einen kleinen Schluck aus dem Familienkruge zu kosten. Heuriger Vater, jauchzte Justus. Aber wirklich nur ein Schlückchen, damit es mir nicht zu Kopfe steige. Ich muss doch sobald der Hahne kräht den Stalle ausmisten. Heute an Fleihnachten ging der kleine Justin mit seinen Freunden auf den Fleihnachtsmarkt, um sich ebenfalls zur Feier des Tages ein alkoholisches Heißgetränk zu Gemüte zu führen. Glühwein trichtern! Rief Justin und steckte einen Schlauch 20 cm tief in Kevins Rachen. Schluck, 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 schluck! Riefen die Freunde. Heiß, 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 heiß! Rief Kevin. Die Freunde wiederum. Schluck, 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 schluck! Daraufhin Kevin. Hum, hum. Guck mal, der kotzt gleich! Holt den zweiten Eimer! Riefen die Freunde. Das hat sich gelohnt, sagte Kevin am nächsten Morgen der Krankenschwester auf der Intensivstation. Und die Moral von der Geschichte her, 1 Eimer Glühwein und nicht mehr. Fröhliche Weihnachten, ihr Larrys.